Hallo und herzlich willkommen zum 9. und leider letzten Teil unseres Alpenabenteuers 2023. Wir nehmen euch mit in die unberührte und wilde Bergwelt der Piemonteser Alpen. Für uns war die Tour ein episches Erlebnis und ich hoffe, dass auch ihr viel Spaß beim Mitfahren habt. So, wir sind in Cuneo gut aufgebrochen, ist alles super geklappt, das Hotel war Klasse 1A und jetzt geht's Richtung De Monte, damit wir dann in die Berge abbiegen können zu den schönen Piemonteser Alpen, von denen wir hier schon vor uns einige sehen. Somit heiße ich euch nochmal alle ganz herzlich willkommen zu unserer 9. und letzten Tour auf unserem Alpenabenteuer 2023. Man gönnt sich ja sonst nichts, aber ich erfülle mir gerade einen Traum. Eine Route, die ich noch auf meiner Liste hatte, aber bisher niemals fahren konnte. Das ist hier die Tour durch die Piemonteser Alpen, über den Col de Fauniera, den Col de Essechi, den Col de Saint-Pierre und den Col de Aniel, welcher nach dem Col d'Iseran und dem Stilfser Joch immerhin der dritthöchste Alpenpass ist. Am Ende führt uns unser Weg über den Col d'Isoar zurück nach Italien, zu unserem Ziel Sausedule. Das war stressig. Mussten gerade durch so gefühlt 1,50 Meter breite Gässlein eine kurze Abkürzung durch Del Monte fahren, weil da eine Truppe von Jeeps unterwegs war. Die waren heute Morgen auch zum Teil bei uns im Hotel. Und das waren bestimmt 20 Fahrzeuge. Und da habe ich absolut keine Lust zu. Eine Dieselwolke kam da schon raus. Da gehst du kaputt, wenn du da hinterher fährst. Da haben wir kurz in Del Monte abgekürzt und sind jetzt Gott sei Dank vor denen auf der Strecke. Jetzt geht es erstmal in Richtung Col de Sichi. Die Straßen hier sind sehr abenteuerlich, das ist aber auch genauso zu erwarten. In Cuneo hat es heute Morgen noch geregnet und hier scheint Gott sei Dank die Sonne. Und für heute ist eigentlich alles so angesagt, was man sich so vorstellen kann. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervös macht, ist für diesen Bereich hier die Warnung vor extremem Gewitter. Das möchte ich in den Bergen eigentlich eher weniger erleben. Da ein bisschen Schiss. Maultiere und Esel haben sie ja ganz viel. Aber das ist, glaube ich, traditionell bei denen hier in den Bergen so. Auch traditionell ist hier wohl auch das eindeutige Bekenntnis zum Christentum. Ihr werdet sehen, dass jedes kleine Örtchen, das wir durchqueren, hier mindestens einen Kirchturm hat, obwohl dort nur wenige Menschen leben. Auch rechts und links neben dem Weg findet man jede Menge Kreuze und kleine Heiligenhäuschen. Junge, Junge, interessante Felsformationen hier. Und da oben geht's irgendwo hoch. Damit wir uns schon mal dran gewöhnen, verwöhnt uns das Sträßlein schon mal mit einem kräftigen Anstieg über kleine, enge aufeinander folgende Kehren. Ach, da wird's einem doch gleich warm ums Herz. Poraccia. Das sind ja auch extrem kleine Dörfchen hier. Im Winter könnte es hier, glaube ich, mal auch einsam werden, wenn man ihn nicht mehr bekommt. Trinita. Auch dieses Dörfchen ist gemessen an seiner Größe wiederum mit einer beeindruckenden Kirche ausgestattet. Die schöne Kuh. Über abenteuerliche kleine Sträßchen geht es weiter, auch durch echt süße kleine Dörfchen. San Giacomo, siehst du. Herrlich, die Sonne im Rücken. Boah, jetzt hat man schon mal ein bisschen mehr Blick auf die Bergwelt. Die umliegenden Berge sind auch echt steil und hoch hier. Ich hoffe, dass wir nicht gleich wieder oben in den Wolken stehen. Das wäre doof. Bei Schnee gesperrt. Ist okay. Ich gehe davon aus, dass das heute nicht schneit. Hoffe ich einfach mal. Super nett.
Weil die Franzosen, die sind wirklich super nette Autofahrer. Die lassen einen grundsätzlich immer vorbei als Motorrad. Das ist ja, finde ich, super. Total lieb, ehrlich. Das ist in Frankreich schon so gewesen und die Tradition nehmen die auch mit ins Ausland. Also langsam lässt sich mehr und mehr von der Bergwelt erahnen. Boah, das ist echt schön hier. Dieses offene Tal. Wunderschön. Hui, eine Kuh macht Mu. Da muss man sich durch die Kuhfladen wedeln. Sonst hat der Passiner ja unangenehmes Zeug auf dem Helm. Hallo Kuh. Zip. Vor dir mal hochkommen, das ist echt erstaunlich. Wenn man sich überlegt, was die für ein Gewicht da hochstemmen müssen, ist das schon mega beeindruckend. Ja, das ist das. Wieso habe ich mir das vorgestellt? Komplett offen. Herrlich. Das sind die Piemonteser Alpen. Absolut herrlich. Der Ausblick auf diese wunderschöne Landschaft raubt mir fast den Atem und macht mich wirklich überglücklich. Ich bin schon so gespannt, wie es oben in der Gipfelregion später weitergeht. Leider liegt überall ein bisschen Schotter. Muss der arme Passi aufpassen, sonst beschieße ich ihn wieder mit Steinen. Boah, ist das eine Straße. Das ist der absolute Hammer. Auf geht die hoch. Ich war ja nun schon auf vielen Alpenpässen und ich gebe ja zu, die fand ich alle toll und die haben mich alle zutiefst beeindruckt. Aber was dieses Sträßlein mit mir gemacht hat, kann ich eigentlich kaum beschreiben. Aber ich habe mich auf der einen Seite so klein und unbedeutend und auf der anderen Seite auch so willkommen in dieser Landschaft gefühlt. Das hatte schon echt was Spirituelles. Ist das wunderschön. Meine Güte, ist das ein tolles Panorama. Super tolle Straßen, super toll. Das ist eine tolle Gegend. Ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung für diese Landschaft nachvollziehen und stimmt mir zu. Dies ist definitiv einer der schönsten Alpenpässe, die ich jemals gefahren bin. Ich finde, er besticht durch eine absolut naturbelassene und faszinierend schöne und wilde Landschaft. Die Farbkontraste zwischen den Bergen und dem Himmel sind einfach ein Traum. Das Tüpfelchen auf dem i ist, dass wir den Pass fast für uns alleine haben. Da kann man die Eindrücke noch mal so richtig genießen und in sich aufsaugen. Und Leute, eins kann ich euch sagen, wenn ihr noch offene Träume habt, dann macht es wie ich und versucht die irgendwie umzusetzen, bevor ihr dazu zu alt werdet oder aus anderen Gründen keine Möglichkeiten mehr dazu habt. Ja, und
einer meiner Träume war halt eine Motorradtour durch die Piemonteser Alpen. Der Name der Region Piemont, im Italienischen Piemonte genannt, stammt vom lateinischen Ad Pendem Montium, was so viel heißt wie am Fuß der Berge. Das wird seinen Grund darin haben, dass 43% dieser flächenmäßig größten Region des italienischen Festlandes in den Alpen liegt und an die Schweiz und an Frankreich grenzt. Das Piemont hat Anteile an den Walliser Alpen, den Seealpen, den Graischen Alpen und den Kottischen Alpen, in denen wir uns nun befinden. Und wie ihr sehen könnt, betritt man in dieser Region eine völlig andere Welt als in allen anderen Alpenregionen. Hier gibt es keine großräumigen Skizentren und es ist touristisch kaum erschlossen und daher stiller und einsamer als sonst wo. Hinzu kam eine große Abwanderungswelle, die dazu führte, dass auch die Landwirtschaft kaum noch intensiv betrieben wird. Das bedeutet, die Landschaft wird hier mehr oder weniger sich selbst überlassen. Das ist zwar blöd für die ansässige Bevölkerung, führt aber dazu, dass die Landschaft hier gänzlich unberührt, natürlich und wild ist. Einfach unglaublich schön. Ich hoffe, dass die Bilder meine Eindrücke einigermaßen zu euch transportieren können. Unsere Auffahrt geht nun weiter, zuerst in Richtung Colle de Fauniera, welcher früher Colle dei Morti hieß und auch heute noch oft mit diesem martialischen Namen bezeichnet wird. Auch wenn man es meinen könnte, aber dieser Name hat tatsächlich nichts mit den gefährlichen Straßenverhältnissen hier zu tun. Ganz im Gegenteil, aufgrund der schmalen und unübersichtlichen Straßen fahren alle schön vorsichtig und es passiert eigentlich so gut wie nie etwas. Den Namen hatte der Pass also zur Erinnerung an eine Schlacht zwischen franco-spanischen und Piemonteser Truppen im Jahre 1744 erhalten. Da der Name Hügel der Toten vielleicht nicht ganz so anziehend klingt, hat man sich irgendwann dazu entschlossen, ihn in Col de Fauniera umzubenennen. Also alle, die schwindelfrei sind und sich nicht scheuen, hier so schmale Sträßchen zu fahren, glaube für die wäre das was. Ist allerdings absolut nichts zum Heizen. Ich denke mal, ihr Durchschnitt 50, wenn es hoch, ach nicht mal, 30 bis 40, wenn es hochkommt. Man muss ja hier doch schon ein bisschen Acht geben, weil man nichts, auch gar nichts sieht. Und man muss ja auch jederzeit mal mit so einer Kuh rechnen. Ach, da ist wieder so ein verlassenes Vor. Boah, was für Beton. Oh, wo ist der Fassi denn? Oh, da ist mir mein Sohn abhanden gekommen. Das ist ja in solchen Gegenden immer ein großer Schreck, weil man weiß ja nie, was passiert ist. Wie bisher immer, diesmal auch, Gott sei Dank nichts. Aber ich glaube, ich kaufe mir doch mal irgendwann so ein Kommunikationssystem für uns zwei. Bimmel, 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 bimmel. Mal ganz abgesehen von meinem unglaublich intelligenten Kommentar, so zeigt die Szene doch, wie leise ein Motorrad heute eigentlich ist. Die Heckkamera, die den Sound liefert, sitzt ziemlich nah am Auspuff, damit ihr auch vom Boxerblubbern etwas mitbekommt. Aber trotzdem sind die Kuhglocken eindeutig zu hören. Da frage ich mich doch, warum Motorräder derzeit so als Krachmacher gebrandmarkt werden. Und durch die vielen Lärmbeschränkungen, die sich auf das völlig praxisferne Standgeräusch beziehen, quasi vom Verkehr ausgeschlossen werden. Aber das nur so am Rande. Wir genießen weiterhin die Fahrt auf diesem kleinen Passsträßchen, welches die Orte De Monte im Stura-Tal mit Ponte Marmora im Maira-Tal verbindet. Maira und Stura, das sind Ausdrücke, die einige bestimmt schon mal gehört haben. Denn sie sind Namensgeber der gleichnamigen Maira-Stura-Kammstraße. Das ist ein bei Enduristen sehr beliebtes Schottersträßchen, was in wenigen Kilometern von unserem Weg abzweigt. Da wir beide aber keine Erfahrung im Gelände haben, lassen wir diese Kammstraße mal außen vor und bleiben lieber auf Asphalt. Und dieser führt uns durch eine traumhafte Alpenkulisse hoch zum Col de Fauniera, der mit 2480 Metern immerhin der neunthöchste Alpenpass ist. Wer hätte das gedacht? Ah. Diesen Pass zu fahren, das war wirklich noch so ein Traum von mir. Tatsächlich hatte ich das im Internet gesehen, also auf YouTube gesehen, bei GutGo. Dieser
wirklich großartigen YouTuberin. Wohnt, glaube ich, mittlerweile in der Schweiz. Macht ihre Videos alle auf Englisch. Hat da aus dieser Sicht natürlich mehr Zuspruch. Aber mir persönlich ist das tatsächlich zu aufwendig. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle bei ihr und allen anderen YouTubern bedanken, die den Aufwand nicht scheuen und ihre Reiseerlebnisse anderen auf YouTube zur Verfügung stellen. Denn solche Filme bieten doch nochmal eine ganz andere Inspiration als Bücher oder Karten. Also vielen Dank an alle. Dieser geschotterte Abzweig hier links würde uns im Übrigen zum Col de Valcavera führen. Wir lassen das aber lieber mal aus und bleiben auf Asphalt. Oh, ist das schön. Fahrensitzkulisse. Wie weit man hier ins Tal gucken kann. Okay, die Sträßchen sind, ich glaube, ich stelle mal ein Duo ein. Ha? Ach, jetzt geht's ja schon wieder. Aber wer will die auch pflegen hier oben? Meine Güte, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Boah, sieht das irre aus, wenn die Wolken so aufsteigen. Ja, hier darf man keine Höhenangst haben. Das wäre sonst nicht so eine gute Idee. So, die nächsten 2 Minuten lasse ich euch mal mit den epischen Bildern dieser wilden Berglandschaft allein. Am Pass angekommen, stellen wir mit Erstaunen fest, mit welchen Dickschiffen die Leute teilweise hier hochfahren. Mit diesem Ausdruck beziehe ich mich natürlich ausschließlich auf das Motorrad. Wir bitten die italienische Rennradlegende Marco Pantani noch um ein gemeinsames Foto, wozu er auch mit Freuden einwilligt. Um die Verwirrung über die Namensgebung dieses Passes zu vervollständigen, trägt das 2004 aufgestellte Denkmal die Aufschrift Col Cuneo. Somit können wir uns nun aussuchen, ob wir ihn Colle dei Morti, Colle della Fauniera oder Col Cuneo nennen wollen. So, meine lieben Freunde, und gleich gibt es einen dieser Hallo-Wach-Momente, auf den ich gerne mit Freuden verzichten würde. Can you pass? Ach ja.
die lieben Hundebesitzer. Der tut nix. Der spielt nur Fangen. Almischa. Ja. Oh, ein kleines Geröllfeld. Da war die Straße wohl mal kurzzeitig gesperrt, wie mir scheint. Mein Gott. Was für eine Straße? Das Ding ist ja der Hammer. So, wir jetzt da. Die Golde ist die Ski. Tatsächlich fanden wir den Col de Isigi oder wie die Italiener sagen, Colle del Isiskie, nicht so spannend und sind weitergefahren nach Marmora. Vor. Die nächsten 17 Kilometer geht es weiter begleitet von fantastischen Ausblicken auf die Bergwelt hinunter nach Marmora. Oh, ist das schön. Was ist das für eine Straße? Also die Straße hier möchte ich nicht im Gewitter fahren. Da hätte ich tatsächlich ordentlichen Köttel in der Hose. Und das im Wesentlichen wegen der zu erwarteten schweren Steinschläge, die hier runterdonnern könnten. Das schmale, aber dafür sehr steile Sträßchen nach Marmora ist äußerst lebhaft. Laut Internet soll dieses Sträßchen an den steilsten Stellen sogar eine Steigung von bis zu 23% haben. Das kann man nun glauben oder nicht. Da wir in unserem Filmchen aber noch gemeinsam viel mehr erleben wollen, werde ich euch davon nur wenige Ausschnitte zeigen. Wild, 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 wild. Natürlich gehört dazu auch die Begegnung mit meinen neuen Freunden, den Murmeltieren. Oh, ein Murmeltier! Hallo Murmel! Oh, weg ist es. Ich finde die so süß. Die haben echt viele Murmeltiere hier. Gestern haben wir schon einige gesehen. Pascal hat vorhin schon wieder eins gesehen. Ich finde die ja wunderschön. Oh, das sind wirklich kleinste Sträßchen. Manometer, Herr Sanitäter. So, jetzt geht's weiter in Richtung Marmora zum Col de San Pierre. Noch mehr Murmels. Juhu. Witzig. Also die Straße ist schon bemerkenswert, bemerkenswert kaputt vor allen Dingen. Das ist für mich schon so ein bisschen Abenteuer. Also die Straßenbreite war ja auch so zu erwarten, ganz klar. Und solange sie nicht verschüttet sind irgendwie mit Schotter, ist ja auch alles gut. Oder dicken Steinen, dann haben wir verloren. Wie ihr gerade vielleicht hören konntet, bin ich ganz klar der Meinung, dass diese Straße nicht Anfänger geeignet ist. Da habe ich jetzt auch mal die Pensione Zerglio gesehen, die ja ganz schön sein soll, aber die war auch ganz schön irgendwie geschlossen. Zumindest ein Haus davon. Puh, wir sind heile in Marmora angekommen. Und die Piemontese Alpen geben sich absolut keine Blöße. Es geht weiter durch abenteuerliche Schluchten. So, jetzt geht's weiter. Das Abenteuer geht weiter. So viel steht mal fest. Oh, das sind ja echt wirklich interessante Straßenführungen hier. So haarscharf am Fels und am Fluss vorbei. Boah, spannend! So, wir fahren rechts. Beide Navis sind sich einig. Das ist ein gutes Zeichen. 25 Kilometer geradeaus ist es. Ja, das hätte mir an dieser Stelle zu denken geben sollen. Die Meira. Toll.
Und hier haben beide Navigationssysteme ausnahmsweise mal was richtig gemacht. Tatsächlich kann man hier im Film erkennen, dass die Zufahrt zum Col di San Pierre gesperrt ist. Allerdings war auf der Straße nirgends zu erkennen, dass es hier überhaupt irgendwo eine Zufahrt gibt. Also falls ihr mal die Strecke fahren wollt, macht euch an der Stelle, wo der Pass zum Col di San Pierre abgeht, auf jeden Fall irgendwie eine Notiz. Was für eine Schlucht, durch die wir fahren, Hangmeer. Also die ganz normalen Straßen hier, das ist schon der absolute Hammer. Junge, 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 die schlängeln sich hier durch die Täler. Das ist eine wahre Freude. Aber kaputt sind sie leider, ein Teil. Aber hier darfst du echt keine Fahrfehler machen. So ähnlich wie im Kinderlied passiert sonst, ne? Nicht fällt er in den Teich, findet man ihn nicht gleich, fällt er in die Schlucht, lange man nach ihm sucht. Ja, entweder ist der Fluss hier der Namensgeber so vieler Sachen oder das hat einen anderen Ursprung. Es gibt ja die Meyerstura-Straße, die Meyerwareiter-Straße. Auf jeden Fall eine ganz schöne Schlucht hat sie sich herausgeknabbert, die Meyer. So ganz fein gemacht. Dieses Sträßchen ist echt faszinierend. Makra. Kurven, 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 Kurven. Falls euch dieses schöne Sträßchen gefällt und ihr das auch mal fahren wollt, das ist die Landstraße 422 von Marmora nach Macra. Wenn man sie auf Italienisch ausspricht, kriegt sie natürlich direkt mehr Kurven, denn dort heißt sie Strada Provinciale 422. Aber es gibt hier nicht nur Kurven, sondern auch echte Felsenhäuser. Hier steht von außen nur die Fassade und das Haus ist wie eine Höhle in den Fels geschlagen. Temperaturmäßig wahrscheinlich eine ziemlich konstante Angelegenheit. Sau geile Straßennummer hier. Das ist ja der Hit. Mann, das ist auch echt beeindruckend. Sind wir in so einem italienischen Städtchen und irgendwie haben wir uns jetzt ganz vergurkt. Da müssen wir jetzt mal ignorieren, das Strada Chiusa. Fahren wir jetzt einmal durch das Fest. Spannend. So was. Ach ja, unsere beiden Navis, die haben uns nicht so fahren lassen, wie wir das eigentlich wollten. Normalerweise wären wir da oben in den Bergen unterwegs gewesen. Wenn ich das jetzt so sehe, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm gewesen. Da hätten wir eh nichts gesehen. Ja, auf den Col di San Pierre wären wir jetzt nicht mehr gefahren. Hätten wir zwar noch gekonnt von dieser Seite aus, aber hätten wir den gleichen Weg wieder runter machen müssen. Außerdem ist da oben das Ding voll in den Wolken. Haben wir also jetzt gelassen. Wer weiß, wofür es gut ist. Dafür fahren wir jetzt hier über super ausgebaute Landsträßlein in Richtung Col Agnel. Ja, so ist das manchmal mit den Navis. Wir sind in einem Dorf, das heißt Torette. Und hier kann man so richtig schimpfen. Kann man immer sagen, ist herkunftsbedingt. So, dann geht's jetzt hoch. Ob es schon zum Col Agnel geht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine sehr schöne, glattgeleckte Straße.
einzige neu. So weit sind wir ja gar nicht gewohnt. Und ich muss ja sagen, nach den ganzen abenteuerlichen Bergpässen und den spannenden Straßen in den Schluchten, da machen solche weiten Serpentinen, die nagelneu geteert und glatt wie ein Kinderpopo sind, so richtig Spaß. Jo, jetzt sind wir auf dem Weg zum Col Agnello, fährt sich sehr schön. Wird der Pascal sich sehr darüber freuen, über diese Kurven. Schnelle Wechselkurven, keine Serpentine. Das ist ja mal sehr, sehr angenehm zu fahren. Läuft. Wir fahren vorbei in Castello an einem wunderschönen See, Juhi. Genau, und zwar am Lago di Castello. Das ist ein künstlich angelegter Stausee, der ganz in der Nähe des Valle Varaita liegt. Das sieht hier alles ganz nett aus, haut uns aber nicht wirklich um. Und weiter geht es in Richtung Col Agnell. Die großen Berge sind in den Wolken, aber die Straße, die ist ja vom Allerfeinsten. Aber die macht richtig Freude zum Col Agnell. Was für ein altes Städtchen. Alle haben diese Steinziegel auf dem Dach. Wahnsinn. Ich will mal wissen, was das wiegt im Vergleich zu normalen Dachpfannen. Die sind ja ganz schön dick, die Dinger. Am Colle del Agnello werden wir sogar von einem Willkommensbanner begrüßt. Das Ding soll so ganz nebenbei auch größere Fahrzeuge abhalten, was aber, wie man an den verbogenen bzw. fehlenden Markierungen sehen kann, nicht immer erfolgreich gelingt. So, jetzt liegen 46 Kilometer Passstraße vor uns, davon circa die Hälfte in Italien und der Rest dann in Frankreich. Und wie man sehen kann, geht sie schon ganz lustig los. Auch wieder eine super schöne Berglandschaft. Hui, was für ein Platz. Super, super schön. Jo, wir sind immer noch auf dem Col Agnell. Oder auf dem Weg zum Col Agnell. Und ich fürchte, da oben ist es dunkel, neblig, wolkig, nass. Das ist natürlich doof, ne? Fahrradfahrer, Jungs. Ah, die fahren ordentlich, sehr gut. So, wie ihr sehen könnt, fährt mein Sohn mal wieder vor. Wahrscheinlich hat er keinen Bock mehr auf das langsame Herumgetucker seines Vaters und denkt sich, da wollen wir den alten Herrn doch mal ein bisschen wach machen. Ist auch in Ordnung soweit, nur kann ich nicht gleichzeitig so flott fahren und dabei noch kommentieren. Das habe ich einfach nicht drauf. Auf jeden Fall sind danach die Sinne wieder wachgekitzelt. Frische sind, aber macht erstmal nichts, solange das trocken bleibt, ist halt vollkommen okay. Jo, wenn das so weitergeht, sind wir in 3 Minuten auf dem Gipfel. Der Colle del Agnello gehört ebenfalls zu den Piemonteser Alpen und er hat auch für mich den gleichen Charme wie der Col di Fornera. Nur würde diese schroffe und wilde Landschaft noch viel besser zur Geltung kommen, wenn die Sonne ein wenig scheinen würde. Aber das tut sie nicht und da können wir leider nichts dran ändern. Aber die Fahrt durch die Wolkenfetzen hat auch was absolut Mystisches und macht die Überquerung dieses immerhin dritthöchsten Pass der Alpen noch etwas spannender, als sie sowieso schon ist. Und schon wieder sind wir in den Wolken.
Da haben wir aber dieses Jahr ein Patent drauf. Mann. So, tschüss. Na, das war wirklich mal eine sehr zügige Auffahrt auf den 2744 Meter hohen Colle del Agnello. Na logisch, denn was wäre eine Passüberquerung ohne ein Beweisfoto? Das geht ja gar nicht. Und die Aussicht ist ja auch nicht schlecht. So, das war der Colle del Agnello, 2744 Meter hoch, auch deutlich höher als ich dachte. Und da war es auch wirklich kalt. Wirklich, wirklich kalt. Und jetzt sind wir wieder in Frankreich. Tatsächlich überschreiten wir die Grenze von Italien nach Frankreich und Frankreich scheint uns mit deutlich besserem Wetter zu begrüßen. Das wäre auch sehr praktisch, denn wir müssen auf unserem Weg nach Saint-Sadoux noch über den Col d'Isoire. Oh, ist das kalt hier. Oh, 7 Grad. Okay, das ist nicht zu viel. Was eine angenehme Passstraße. Die lässt sich richtig easy peasy runterrollen. Wir sind den Col Agnello von Südosten in Richtung Nordwesten gefahren. Der nordwestliche Abschnitt, den ihr hier sehen könnt, ist nach den vielen etwas schwierigeren Strecken mal eine echt angenehme Erholung. Die Straße ist in sehr gutem Zustand und sehr übersichtlich, sodass man mal ganz in Ruhe die Landschaft genießen kann. Wunderschön. Super nice Strecke, ehrlich, die ist richtig geil. Kannst du einfach nur bergab rollen lassen. Wäre auch mal ein Wettbewerb, wie weit kommt man ohne Sprit bergab rollen. Darfst halt in den Kurven nicht bremsen. Ja. Sehr geil. Ein bisschen durch die Kurven zwingen. Gut, das war ein bisschen schnell geswingt. Die macht echt wirklich, wirklich Spaß. So von vielen Fahren wird man bekanntlich sehr hungrig. Also müssen wir uns so langsam mal auf Nahrungssuche machen. Kein Restaurant hier. Das ist aber schade. Sehr schade. Na, wer sagt's denn? Da haben wir doch was Schönes gefunden. Das Restaurant Le Viso in Molinon-Cérin. Das kann ich zu 100% weiterempfehlen. Die brutzeln hier wirklich noch selbst. Und wir haben diesen super leckeren Burger gegessen. So, lecker gegessen haben wir. Wir hatten im Übrigen super leckeren Burger. Dann geht's jetzt weiter zum Col d'Isoire. Und danach nach Briançon.
und dann nach Sausalux. Was Sausalux? Glaubt, wir sind schon wieder auf unserer Lieblingsstraße, der D902. Es geht schon wieder Kürfchen an Kürfchen. Sehr, sehr schön. Wirklich ein sehr unterhaltsames Sträßchen. Das macht auch mal Spaß, wenn andere vorfahren und ich muss mich um nichts kümmern. Hier waren wir zwar gestern schon mal, aber der Weg führt halt heute auch noch mal über den Col d'Isoir. War ja eine sehr angenehm zu fahrende Straße, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Eigentlich ganz so kehrig, merkurig. Naja, vielleicht doch parkieren. So wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir uns an eine Gruppe von GS-Fahrern drangehängt. Die waren in einer interessanten Konstellation unterwegs. Der erste war deutlich der schnellste, der mittelste der langsamste und der letzte hat ständig versucht, den mittelsten zum Schnellerfahren zu bewegen. Das war echt spaßig zu beobachten. Ui, da ist aber viel Schutt. Uiuiui. Ui. Das ist die bekannte Case Desert, die berühmte Steinwüste am Col d'Isoir. Und obwohl wir sie auf unserer Tour schon durchquert haben, so sieht sie nun aufgrund der anderen Fahrtrichtung und der anderen Beleuchtung wieder komplett anders aus. Aber dafür mindestens genauso interessant. Ach, ist das eine feine Strecke. Ja, das sind hohe Berge, was für Fahrer. Wow. Und da schiebt auch ein Fahrradfahrer seine Partnerin den Berg hoch. Das nenne ich mal Freundschaft oder Liebe. Ich glaube, ich halte da doch mal ein bisschen Abstand. Schönen Ausblick hat man von hier. Wow. Wenn ihr nicht allzu langsam unterwegs ist, dann ist es für mich absolut entspannend, hinter so einer Truppe herzufahren. Denn die sind ja quasi meine Scouts. Und ich kann anhand der plötzlich aufleuchtenden Bremsleuchten sehr früh erkennen, ob vielleicht eine Gefahr hinter der nächsten Kurve lauert. Das würde ich sonst gar nicht sehen können. Foto, foto, foto! Müssen wir aufpassen, dass er den hinfährt, in den Arm kehrt. Toll, toll, toll ist das hier. Wir haben uns jetzt doch mal entschlossen, den beiden Kollegen davor uns ein bisschen Vorsprung zu geben, weil wir wollen gleich noch ein bisschen Spaß haben. Und dann würde ich mal sagen, los geht's!
Oh Leute, das macht so viel Spaß, wenn man diese Strecke komplett für sich alleine hat. Da kann man mal richtig rollen lassen. Das ist super. Ja, und da ist auch schon wieder die GS-Truppe vor uns. Komisch, obwohl wir denen so viel Vorsprung gegeben hatten. Naja, da ihr die Strecke ja schon aus Teil 7 kennt, kürzen wir das hier mal etwas ab. Noch immer geht die wilde Yacht durch die schmalen Sträßchen, immer noch die D902. Und da muss man schön Rücksicht nehmen auf die Fahrradfahrer. Und so, zu unserer Unterkunft ist es jetzt noch ein gutes Stündchen. Das heißt, wir werden so um 4 Uhr da sein. Perfekte Hotel-Ankunftszeit. Zwar ein bisschen zu früh, aber das ist der Tatsache geschuldet, weil man uns heute einen Berg gestohlen hat. Beide Navis waren sich einig, dass wir da nicht herfahren sollen. Aber wer weiß warum. Und die Fahrradfahrer sind ganz schön schnell. Vorhin, der ist vor mir gefahren, der hatte 70 drauf. 70, alter Vater, das ist ganz schön flott. Was die für Übersetzungen fahren, dass sie dann noch beschleunigen können bei 65. Das ist echt lang. Gleich überholt er das Motorrad. Süß. Spannend, spannend, spannend. Absolut spannend. Ja, riskant. So, wir sind noch mal im Briançon und jetzt kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass das wohl eine alte Festungsstadt ist. Wenn man sich diese Festungsmauern ansieht, mein lieber Mann, die können sich mal sehen lassen. Ha? Boah. So, jetzt geht's über die Route d'Italie nach Italien. Was eine Überraschung. Auch wieder ein sehr schönes Sträßlein. Jetzt kommt noch mal ein interessantes Sträßlein, sprich die schöne Passstraße. Ja, und leider ist dieser Col de Montgenèvre unser letzter Alpenpass, den wir auf dieser Tour fahren. Als Grenzpass zwischen Frankreich und Italien verbindet er die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur in Frankreich mit dem oberen Susatal in Piemont. Der Pass ist nur 20 Kilometer lang, dafür aber perfekt ausgebaut und leider natürlich genau deswegen sehr beliebt bei LKWs. Das ist aber auch ein Ausblick hier. Das ist aber auch eine geile Straße. Und mit diesem letzten Blick nach hinten verabschieden wir uns von den französischen Westalpen. Schniff! Montgenèvre, mal guckst du, 1803 Meter hoch. So, wir sind auf der italienischen Seite. Am Zoll war auffällig viel los. So viele Leute habe ich noch nie gesehen am Zoll, aber uns wollte keiner sehen. Dann geht es jetzt ins Susatal. Ah, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass wir langsam da ins Hotel kommen. Ich glaube, es gibt heute noch was. So, wir sind in South Sadoux angekommen und in einem Kilometer oder so, in 3 Kilometern, sollten wir an unserem Hotel sein. Was für ein bergiges Städtchen, meine liebe Güte. Nee, wenn du hier wohnst, wenn du kein Auto hast, dann kaufst du dir wahrscheinlich ganz schnell ein E-Bike. Gott, ist das steil. So, dann müssten wir jetzt hier langsam an unserem Hotel sein. Serendipity. Da ist es doch. Du hast doch schon mal, die scheinen ja einen Hof zu haben oder sowas. Tatsächlich haben die nicht nur einen Hof, sondern eine tiptop abgeschlossene Garage für Motorräder direkt gegenüber vom Hotel. Und genau wie unser Hotel in Cuneo, so würde ich auch das Serendipity in South Dul zu 100% weiterempfehlen.
So, und mit unserem Einzug in dieses Hotel endet für euch leider das Alpenabenteuer 2023. Falls ihr alle Folgen gesehen habt, dann habt ihr gemeinsam mit uns 1360 Kilometer an Streckenlänge hinter euch gebracht und dabei über 55 Höhenkilometer bewältigt. Falls ihr die Strecke nachfahren wollt, so sollte das kein Problem sein, denn die GPX-Daten stehen in der Videobeschreibung zu den einzelnen Folgen. Aber überlegt euch das gut, denn ihr werdet auf die schönsten Bergseen, die höchsten Pässe, die tiefsten Schluchten, die schönsten Gletscher und die ursprünglichsten Landschaften treffen. Möglicherweise kommt euch danach jede andere Tour etwas langweilig vor. Damit verabschiede ich mich erstmal von euch und wünsche uns allen eine allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Macht's gut, ihr Lieben!